Hallo, liebe Widder, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte Mai 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Widder, ihr findet unterhalb von diesem Video in der Infobox nach wie vor so ziemlich alles, was euch interessieren könnte, rund um meine Readings, rund um meinen Kanal. Ihr findet dort sämtliche Info- und Special-Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ihr habt dort Zugang zu eurem aktuellen Jahresreading. Ihr seht dort meine Social-Media-Links aufgelistet, sowie auch natürlich alle Kartendecks, die ich in meinen Readings verwende. Und ebenso natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte Mai 2023, meiner Widder. Das ist der Hirsch. Der Hirsch, liebe Widder, ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die Öffnung ist eure Hauptenergie. Vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Die Öffnung hat etwas mit einer Offenbarung zu tun, mit einem aus sich herausbrechen bzw. etwas preisgeben, was man vorher vielleicht für sich behalten hat. Das Einweihen in ein Geheimnis könnte das hier bedeuten. Das Schweigen brechen kann das natürlich auch bedeuten. Öffnung im übertragenen Sinne kann natürlich auch bedeuten, dass man sich einer Situation hingibt, von der man sich vorher vielleicht etwas verschlossen haben könnte. Eine feinfühlige, sensitive, hellsichtige Eingebung, das könnte ein ganz gewisses Gefühl von euch sein, eine Intuition kann das sein, dass ihr ganz bestimmten Angelegenheiten, ganz bestimmten Umständen vielleicht verschuldet zuschreiben könnt. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Mit Wachstum, mit einem Vorankommen, mit einem Entwickeln kann das Ganze natürlich auch zu tun haben. Das wird ein spezielles Szenario dann für viele von euch betreffen. Ich bin generell sehr gespannt, was mir die Karten darüber gleich im Detail verraten könnten, da es noch hier sehr vielseitig und vielschichtig zu interpretieren ist. Der Hirsch ist auf jeden Fall euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Widder, und die Öffnung ist eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte Mai 2023, meiner Widder. Der Wagen. Der Wagen kommt hier gleich als allererstes raus. Er steht für Durchbrüche, für ein Weiterkommen dort, wo vorher kein Weiterkommen war. Es könnten hier Erfolge oder Teilerfolge gefeiert werden. Generell ist da ein Vorankommen oder ein Fortschritt bzw. Progress darin dargestellt. Der Wagen ist außerdem die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Es kann also zu dieser Öffnung, zu diesen Durchbrüchen, zu diesem Weiterkommen, ne? Wie auch immer das anzuwenden ist, noch ist das auf die persönliche Situation zu beziehen. Ich möchte dann natürlich noch etwas mehr Karten haben, um das Ganze spezifizieren zu können, aber so lange scheint es nicht auf sich warten zu lassen. Wie geht es weiter? Die drei der Schwerter. Die drei der Schwerter, Frustration, Herzschmerz, Trübsal könnte man auch dazu sagen. Das ist hier vielleicht im zwischenmenschlichen Sinne so etwas wie dicke Luft oder tatsächlich ist das so etwas wie ein Treuebruch. Aber das ist dann schon etwas ganz Spezielles. Mit den drei der Schwertern ist hier häufig ein Schmerz dargestellt, eine Unannehmlichkeit dargestellt, etwas, was man sich sehr stark zu Herzen nimmt oder einem sehr stark aufs Gemüt schlagen könnte. Auch die möchte ich mir natürlich noch weiterhin anschauen. Wie geht es weiter? Die Königin der Stäbe. Liebe Widder, es scheint hier, dass viele von euch in dieser Königin der Stäbe dargestellt sind. Es ist die Hofkarte im Feuerzeichen. Ihr seid natürlich ein Feuerzeichen. Und in der Mitte oben eines allgemeinen Readings thront die Königin der Stäbe quasi so ein bisschen über das gesamte Reading. Und in dem Sinne kann man sagen, es geht hier natürlich primär um euch. Es kommt aber auch potenziell primär dann auf euch an, diesen Fortschritt, diese Öffnung, diesen Entwicklungsschritt zu tätigen. Die Königin der Stäbe, charakteristisch gesprochen, ist jemand, der gerne Aufmerksamkeit bekommt, jemand, der weiß, wie man andere Menschen um den Finger wickeln kann, jemand mit einer ausgeprägten Menschenkenntnis, häufig sehr attraktiv, sehr ehrgeizig und hartnäckig, wenn man sich was in den Kopf gesteckt hat,
dann wird man davon schnell nicht wieder ablassen. Das ist eine Person, die häufig auch in Führungspositionen ihren Platz finden kann. Eine versierte Person, jemand, den man häufig auch als Ansprechpartner oder sogar als Vorbild hinzuziehen könnte. Das sind Eigenschaften, wie sie wahrscheinlich auf viele von euch zurückzuführen wären. Für manche, und das wäre dann wahrscheinlich eher die Ausnahme, könnte hier auch ein ganz bestimmter Bezugsmensch dargestellt sein. Wie geht es weiter? Der Ritter der Schwerter. Eine Hofkarte im Luftzeichen. Dann vermute ich hier eher einen Bezugsmenschen von euch, weil es für euch eine recht untypische Energie wäre, so ein Ritter der Schwerter. Er ist charakteristisch gesprochen jemand, der viel in seinem Kopf unterwegs ist. Jemand, der sehr schnell aufbrausend werden könnte, rechthaberisch sein könnte. Jemand, der klare, deutliche, unverblümte Worte findet mit einer direkten Aussprache. Also hier verschönert man nichts, hier redet man auch nicht um den heißen Brei herum. Das ist jemand, der, wenn einem etwas nicht passt, sagt das dieser Mensch. Und zwar frei heraus, ohne Rücksicht auf Verluste. Manchmal so ein bisschen ungestüm ist dieser Mensch hier. Es ist außerdem die zweitschnellste Karte im Tarot nach dem Wagen. Und es scheint mir hier zu einer Art Konfrontation zwischen euch und einem bestimmten Menschen zu kommen. Es scheint mir auch ein Gespräch zu geben, da es eben auch eine ganz klassische Gesprächs- und Kommunikationskarte ist, dieser Ritter der Schwerter. Und in der Spiegelung zu den drei der Schwertern sieht man schon, dass aus diesem Gespräch heraus potenziell Frust entstehen könnte, Herzschmerz entstehen könnte, beziehungsweise so etwas wie ein Streit kann das hier tatsächlich sein. Es wäre ebenso möglich, da es eben so rumspiegelt und nicht andersrum spiegelt, könnte es auch eine Art Aussprache geben über ein Thema, was entweder euch, eurem Gegenüber hier oder euch beide potenziell nicht so richtig taugt, nicht gut tut. Etwas, was wahrscheinlich schon in der Vergangenheit entstanden ist, dann einen negativen, zu ertragenden Umstand darstellt. So könnte man es umschreiben und dann wird potenziell darüber geredet. Aber so oder so ist dieser Ritter der Schwerter hier recht ungestüm, sehr direkt, sehr, ja, vielleicht auch vorwurfsvoll oder kritikvoll. Kann man diesen Menschen hier bezeichnen? Und wie geht es weiter? Der König der Schwerter. Der König der Schwerter ebenso, eine Hofkarte im Luftzeichen. Es scheint mir hier dieselbe Energie wahrgenommen werden zu können in diesen beiden Hofkarten. Der Tod ist im Outcome, das ist die Veränderung und die Transformation. Wir haben hier einen Menschen, der sehr viel in seinem Kopf unterwegs ist. Ein Denker ist, ein logischer Denker meistens ist, sehr strukturiertes Denken, häufig auch strategisch und ja, planvoll vorgehend, könnte man sagen. Das ist jemand, der nach außen hin kaltherzig wirken kann, desinteressiert wirken kann. Jemand, der nicht unbedingt groß Anteilnahme an etwas hat. Das ist jemand, der häufig sehr fokussiert, sehr konzentriert ist und dann meistens so Kleinigkeiten um ihn oder sie herum, geschlechtlich natürlich bitte jede Hofkarte immer neutral deuten, nicht wahrnehmen kann, jedenfalls nicht immer wahrnehmen kann. Es geht hier um diesen König der Schwerter und euch als Königin der Stäbe. Und es geht hier potenziell um eine Art Streitgespräch, das entweder ein Friedensgespräch wird, das setzt voraus, dass dieser Streit schon passiert ist, oder es gibt hier jemanden, der versucht, euch zurechtzuweisen, euch Maß zu regeln, könnte man auch sagen. Es ist jemand, der euch auch gut und gerne übergehen könnte, um eigene, ja, Fortschritte und Progresse, vielleicht auch Erfolge erzielen zu können. Das würde mir jetzt hier die Spiegelung sagen. Das ist jemand, der etwas erreichen will und dafür in Kauf nimmt, dass ihr beispielsweise, liebe Widder, übergangen werdet. Das sieht hier schon nach einem derartigen Szenario für viele von euch aus. Bedenkt, es können die Rollen vertauscht sein in einem allgemeinen Reading. Wir haben den Tod im Outcome. Er steht vorrangig für Transformation und für Veränderung. Auch die Vergänglichkeit kann darin dargestellt sein. Es scheint mir in der Zukunft recht viele Veränderungen und Transformationen zu geben für euch, vielleicht auch angesichts dieser Situation, die hier schon dargestellt ist. Möglich, dass sich der Tod auf einen von euch beiden bezieht, in dem Sinne, dass man sich oder seine Meinung, seine Position
verändern könnte. Da ändert sich dann ein Mensch, charakteristisch gesprochen, oder es wird der Umstand verändert, in dem ihr beide euch potenziell befindet. Das möchte ich mir noch weiterhin ansehen. Eine Klärung zum Wagen. Der Magier. Es geht hier um Ziele, definitiv. Das ist prädestiniert für den Magier. Das sind hochgesteckte Ziele, das sind Anliegen, Wünsche, man könnte auch von Lebenszielen sprechen, die hier definitiv verfolgt werden, von entweder euch oder von einem bestimmten Gegenüber von euch. Aber dieser Magier, das sind, wie gesagt, hochgesteckte Ziele, das funktioniert nicht im Vorbeilaufen einfach mal so. Das ist nichts, was man einfach mal so nebenbei mitnimmt, sondern man muss sich jenen hochgesteckten Zielen schon mit seiner vollsten Aufmerksamkeit, mit seinem Kopf und mit seinem Herzen gleichermaßen widmen. Der Magier auf den Wagen. Hier könnte jemand ungeduldig werden. Hier könnte jemand, ja, vielleicht sogar übermütig werden. Jemand möchte hier etwas erreichen und das lieber gestern als heute. Und da kann man auch von der Vorschnelligkeit reden. Beziehungsweise geht es hier einem von euch beiden, und ich meine wegen der Spiegelung eher, dass hier dieser Mensch ein ganz bestimmtes Vorhaben realisieren möchte. Und das, wie gesagt, zu eurem Ungunsten möglicherweise oder viel zu schnell, viel zu früh, viel zu übermütig wagt sich dieser Mensch an diese Sache heran. Ich kann das noch nicht weiter eingrenzen, da werde ich dann wahrscheinlich hier hinten etwas mehr Details noch nennen können. Eine Klärung zu den drei der Schwerter. Die fünf der Kelche. Also das ist schon ein Umstand, der als sehr negativ bezeichnet werden kann. Ich sage sehr negativ, weil das allgemein formuliert ist. Ich kann auch nicht genau wissen, was hier für euch passiert ist oder was hier zwischen euch passiert ist, aber mindestens einen von euch beiden hat das, was passiert ist, schon sehr stark mitgenommen. Also da könnte man sich tiefst verletzt fühlen, da könnte man sich betrogen fühlen, man könnte sich außen vor gelassen fühlen, verlassen fühlen, man könnte definitiv von jemandem reden, der einen doch schon sehr starke Schmerzen zugefügt hat. Fünf der Kelche ist ebenso eine Trauerkarte, eine Verlustkarte, teilweise auch eine Reuekarte, die sich auf einen Umstand bezieht, der bereits passiert ist. Also mehr und mehr nehme ich an, dass zwischen euch und einem bestimmten Gegenüber hier von euch etwas in der Vergangenheit und vielleicht sogar in der jüngeren Vergangenheit passiert ist. Mit jüngerer Vergangenheit meine ich die letzten Wochen oder Monate. Für manche könnte das schon Jahre her sein, das ist aber dann eher wahrscheinlich für wenigere von euch der Fall. Dass hier jemand das, was da passiert ist, bereut, wäre hier eine Möglichkeit. Allerdings ist hier seitdem zwischen euch beiden definitiv so etwas wie dicke Luft, eine schlechte Atmosphäre. Man ist nicht gut auf den jeweils anderen zu sprechen. Es scheint mir hier aber auch noch Klärungsbedarf zu geben zwischen euch und diesem Mitmenschen hier von euch. Die Öffnung könnte natürlich dahingehend so resonieren, dass sich hier jemand dazu durchringen kann, dieses Thema nochmals aufzurollen, nochmals darüber zu reden, vielleicht sich zu erklären, vielleicht sich zu rechtfertigen, womöglich aber auch eine Erklärung und eine Rechtfertigung vom Gegenüber zu bekommen oder bekommen zu wollen. Das kann hier ebenso der Fall sein. Eine Klärung zur Königin der Stäbe. Die Fünf der Schwerter. Es ist trickreich, sehr trickreich. Die Fünf der Schwerter ist nämlich häufig so etwas wie die Selbstmanipulation. Und das ist eigentlich sehr typisch, wenn sie auf eine Hofkarte wie hier geklärt ist, dann redet man sich hier etwas ein. Dann geht man teilweise von falschen Informationen aus, von falschen Fakten aus. Da könnte man sich zwar etwas denken, hat aber keine Beweise dafür. Und dieses Denken praktiziert man dann mehr und mehr im Negativen, im Kontraproduktiven, im Pessimistischen, vielleicht auch im Vorwurfsvollen. Ich kann euch hier sehr viele Beispiele nennen. Aber man macht sich hier sehr viele Gedanken um etwas, was bereits passiert ist und gibt sich womöglich auch selbst die Schuld daran. Zumindest eine Teilschuld. Generell gesprochen, und das wäre jetzt noch hier abzuwarten und hier abzuwarten, können die Fünf der Schwerter auch auf einen ausgetragenen Kampf hindeuten, bei dem es keine Sieger gibt. Und zwischen euch und eurem Gegenüber hier
kann es sehr, sehr gut eine Art Kampf gegeben haben, ein Streit, ein Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, vielleicht auch eine Trennung natürlich, kann das genauso betreffen. Aber so richtig gut ging es danach keinem von euch beiden. Womöglich anfangs, aber wenn man es global betrachtet, kann man hier nicht unbedingt von jemandem als Sieger sprechen. Fünf der Schwerter neben fünf Kelche, Konjunktion drei Schwerter, das ist ja die Schuldzuweisung oder die Schuldfrage womöglich auch. Manchmal weist man hier Schuld von sich, obwohl man weiß, man ist schuld. Und manchmal nimmt man Schuld auf sich, obwohl man eigentlich diese nicht auf sich nehmen müsste. Eine sehr trickreiche mentale Energie ist hier drin dargestellt. Leider in der Mitte des Readings sogar sehr deutlich und sehr intensiv auch. Eine Klärung zum Ritter der Schwert. Ja, dass das Gespräche sind, das habe ich mir fast schon gedacht. Es wird jetzt hier bestätigt durch die Acht der Stäbe, eine ganz klassische Kommunikationskarte weiterhin. Wir haben hier Kommunikation auf Kommunikation. Es scheint mir, dass dieser Ritter der Schwerter diese Kommunikation entfacht. Es könnte hier gut und gerne sein, liebe Widder, dass ihr eine Mail bekommt, eine WhatsApp-Nachricht bekommt, einen Brief bekommt oder etwas derartiges von einem ganz bestimmten Menschen, der ein Thema aufgreift, welches für viele schon sozusagen der berühmte Schnee von gestern ist. Aber dieser Schnee von gestern, der scheint, um bei dieser Metapher zu bleiben, noch nicht ganz geschmolzen zu sein. Der liegt noch da, das ist noch unverarbeitet. Es gibt hier noch Fragen, es gibt noch Klärungsbedarf, es gibt noch etwas auszusprechen. Vielleicht auch sozusagen dieses Kapitel zu schließen. Da gilt es noch, sich, wie gesagt, zu erklären, zu rechtfertigen oder eben jene Erklärungen und Rechtfertigungen vom Bezugsmenschen zu verlangen. Und dieses Verlangen hat hier potenziell eher euer Bezugsmensch und der kommt hier sehr stürmisch auf euch zu, potenziell mit der Bitte oder mit dem Appell, ja, sich auszutauschen. Da könnten euch Fragen gestellt werden, über die man erst einmal nachdenken müsste. Es kann hier auch tatsächlich Vorwürfe geben für viele von euch, die euch tatsächlich dann hier in dieser Energie noch, ja, mehr reinsteigern lassen. Also, wenn ihr euch hier eh schon Schuld zuweist, liebe Widder, oder wenn ihr eh schon beschuldigt wurdet, etwas Schlimmes, Schlechtes, Negatives, Kontraproduktives getan zu haben im zwischenmenschlichen Bezug, dann können diese Anschuldigungen sich hier tatsächlich noch verschärfen. Eine Klärung zum König der Schwerter. Oh, die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter, das ist eine sehr negative mentale vorherrschende Energie. Sie ist ähnlich wie fünf Schwerter, ähnlich wie drei Schwerter, ähnlich wie fünf Kelche zu deuten. Die Sechs der Kelche ist im Outcome. Das wird jetzt noch interessanter. Da komme ich gleich dazu. Die Zehn der Schwerter. Man fühlt sich hier am Boden. Man fühlt sich so, als würde man nicht mehr tiefer fallen oder sinken können. Das würde dann gleichbedeutend mit einer Reue sein, die man hier verspüren kann. Ich sehe, dass dieser Zustand, in dem ihr und ein ganz bestimmter Mitmensch sich befinden, für mindestens einen von euch beiden fast schon unerträglich ist. Ich glaube aber, dass beide nicht so wirklich zufrieden sind mit der Situation, wie sie sich entwickelt hat. Zehn Schwerter auf den König der Schwerter. Jemand ist hier, man könnte sagen, mental am Boden. Jemand hat hier womöglich keine Hoffnungen mehr, hat keine Wünsche mehr, keinen Antrieb mehr, keine Motivation mehr. Das ist jemand, der keine Perspektive mehr hat. Man könnte auch sagen, das ist jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht oder der nichts mehr zu verlieren hat. Und Menschen, das ist eine persönliche Meinung, Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, sind relativ gefährlich, weil diese Menschen eben tatsächlich machen können, was sie wollen, machen können, wozu ihnen der Sinn steht, sozusagen. Sie können nicht mehr tiefer fallen. Und manchmal machen Menschen in dieser Situation Fehler. Sie machen es dann anderen schwer tatsächlich. Aber das ist jetzt ein ganz spezielles Beispiel. Ich sehe jetzt hier nicht unbedingt, dass euer Gegenüber hier das Leben euch schwer machen möchte. Ich glaube eher, dass euer Gegenüber hier aus einem Akt der Verzweiflung heraus das Gespräch sucht. Die Sechs der Kelche da hinten im Outcome sind deswegen so interessant, weil sie auf eine schöne Zeit in der Vergangenheit hinweisen und hindeuten. Eine Zeit,
die wahrscheinlich zwischen euch beiden schon einmal erlebt wurde, womöglich schon etwas länger her ist für viele von euch, in der es aber sehr harmonisch zuging, in der es sehr freundlich zuging, aufrichtig zuging. Also man hatte hier definitiv einen sehr schönen, einen sehr angenehmen Umgang miteinander. Aber diese Zeit, die kann tatsächlich schon lange her sein. Das Anliegen könnte hier von einem von euch beiden sein, jene Zeit wieder hervorzurufen. Das wäre dann gleichbedeutend mit dem Streit beilegen, das Ungeklärte noch klären und dann versuchen, wieder miteinander klarzukommen. Das Kriegsbeil zu begraben, könnte man tatsächlich hierzu ebenso sagen. Dafür ist natürlich eine Veränderung notwendig, wenn man sich diese Situation hier anschaut und wenn man das hier als Bestreben hat, es soll wieder so schön werden wie früher. Dann muss sich natürlich etwas ändern. Ein in sich sehr schlüssiges Reading tatsächlich, aber diese mental negative, belastende, frustrierende Energie, die ist hier schon sehr ausgeprägt. Hier hat jemand, und das wäre jetzt wiederum etwas Spezielles, hier hat jemand womöglich einen Misserfolg hinnehmen müssen und gibt euch daran die Schuld. Auch das wäre hier durchaus denkbar. Eine Klärung zum Magier. Das ging schnell. Das ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, eine Entscheidung, ein Kompromiss, Fairness, Gleichgewicht, auch teilweise das Karma kann hier drin dargestellt sein. Ich sehe hier vorrangig, dass einer von euch beiden eine Entscheidung in der Vergangenheit getroffen hat, die beinhaltete, den jeweils anderen sozusagen zu übergehen, vielleicht sogar weh zu tun. Und das ist dann etwas ganz Spezielles. Wenn man, oh, da gibt es so viele Beispiele, die ich euch jetzt nennen könnte. Einer von euch beiden hat sich in der Vergangenheit für etwas ganz Bestimmtes entschieden. Nehmen wir eine zwischenmenschliche Situation. Und zwar nehmen wir euch, die hier die Wahl zwischen zwei Menschen hatte, mit denen sie zusammen sein wollen. Und dann, ne, behandelt es bitte als Beispiel, kann natürlich auch genau umgedreht sein, ist aber definitiv nur ein Beispiel. Ich sehe es hier nämlich per se nicht so drin. Nehmen wir euch, die sich für diesen Menschen hier hätten entscheiden können in der Vergangenheit oder für einen anderen Menschen hätten entscheiden können im Sinne des Zusammenseins, im Sinne der Partnerschaft. Ihr, liebe Widder, habt euch dann in dem Beispiel für jemand anderes entschieden, habt damit durch diese Entscheidung jemandem wehgetan, und zwar diesen Ritter der Schwerter. Er oder sie war dann tatsächlich natürlich logischerweise und auch nachvollziehbarerweise enttäuscht, frustriert. Möglicherweise ging das einem auch sehr nahe ans Herz. Und jetzt könnte es tatsächlich sein, dass jene Person, für die ihr euch damals nicht entschieden habt, auf euch zukommt und von euch jetzt tatsächlich final eine Erklärung bekommen möchte, warum ihr euch nicht für ihn oder sie entschieden habt. Hier sehen wir sehr, sehr deutlich, dass das dieser Mensch nicht vergessen hat. Dass dieser Mensch mit diesem Menschen in diesem Moment etwas passiert ist. Das ist vielleicht eine schwierige Umschreibung oder Beschreibung für jemanden, der das noch nicht erlebt hat. Aber ein ganz bestimmter Moment, ein ganz bestimmter Augenblick, der hier eine Entscheidung beinhalten könnte, den vergisst man nicht so schnell. Das ist etwas, was sich quasi wie eine Art Trauma in jemanden einprägen kann. Und bitte bedenkt weiterhin, das ist nur ein Beispiel. Es können die Rollen bei diesem Beispiel natürlich auch vertauscht sein. Aber es liegt hier auf der Hand, dass eine Entscheidung von einem von euch beiden beinhaltete, den anderen wegzustoßen, zu übergehen, vielleicht ihm oder sie auch vielleicht sogar zu schädigen. Aber das wäre dann wiederum etwas ganz Spezielles. Eine Klärung zu den 5 der Kelche. Der Herrscher. Hier hätten wir tatsächlich einen derartigen Menschen, für den man sich eher entscheiden könnte als für einen anderen Menschen. Ein Herrscher in einem allgemeinen Tarot-Reading, liebe Widder, steht meistens für den Gegenüber. Und es gibt tatsächlich eine einzige Ausnahme und das ist das Widder-Reading. Denn das hier ist eure ganz klassische Tarotkarte. Für gewöhnlich in einem allgemeinen Reading ist das Sternzeichen, für das das Reading ist, selbst in der Herrscherin dargestellt. In eurem besonderen Fall wäre die Herrscherin eher das Gegenüber. Deswegen kann ich euch hier für die allermeisten von euch entdecken. Für manche, vor allem für Crosswatcher oder für manche, die eher mit dem Aszendenten beispielsweise resonieren oder mit dem Venuszeichen etc., könnte hier auch ein ganz bestimmtes Gegenüber dargestellt sein. So oder so.
Ist der Herrscher jemand, der Eindruck schindet, jemand, der sehr wichtig ist oder eine gewichtige Rolle in jemandes Leben spielt? Wir sehen hier aber in dieser kompletten Sparte, Herrscher auf 5 Kelche, Herrscher auf 3 Schwertern, dass man hier jemanden verloren hat, den man nicht verlieren will, den man auch niemals verlieren hat wollen und dessen Verlust, dessen Fehlen. Das ist etwas, was man bislang noch nicht überwunden hat. Man hat hier jemandes Gunst verloren, man hat hier jemandes Wohlwollen verloren, vielleicht hat man auch jemandes Aufmerksamkeit oder Zuneigung verloren. Aber über jenen emotionalen Verlust, und das ist ein emotionaler Verlust hier, ist mindestens einer von euch beiden noch nicht hinweggekommen und wird das potenziell auch nicht kommen oder wird das potenziell auch nicht schaffen, ohne dass man hier potenziell das Gespräch sucht. Ich hoffe, ihr könnt mir in diesem Szenario folgen. Es ist eigentlich ein sehr deutliches Reading, muss ich tatsächlich sagen, aber dieses Ich kann nicht ohne meinem Gegenüber, ohne diesen Menschen an meiner Seite oder ich kann das nicht auf sich beruhen lassen. Das kann hier eben so eine Überlegung sein. Das scheint mir auch gleichzeitig der Antrieb zu sein, das Gespräch wiederum zu suchen oder die Kommunikation zu entfachen. Eine Klärung zu den 5 der Schwerter. Da ist die Herrscherin. Sehr interessant und kommt sehr selten vor, muss ich sagen. Herrscherin und Herrscher nebeneinander in einem Tarot-Reading. Herrscher auf Herrscherin, also wenn die beiden jetzt hier übereinander wären, wäre es das gleiche, nebeneinander ebenso. Es ist hier eine Art Seelenpartnerschaft. Und davon spreche ich sehr selten, liebe Widder. Meiner persönlichen Meinung nach kommt das auch jetzt nicht so häufig vor in einem allgemeinen Tarot-Reading, dass man davon sprechen kann. Aber das hier ist ein deutliches Indiz dafür, diese beiden nebeneinander. Wie auch schon vorhin erklärt, gerade beim Herrscher, hier sind generell jene dargestellt, für die das Reading auch bestimmt ist. Aber da der Widder eure klassische Tarotkarte ist, könnte auch sein, dass hier drin euer Gegenüber dargestellt ist. So oder so, nach wie vor, beide Personen spielen einen großen, wichtigen, prägenden Teil im jeweiligen Leben des anderen. Das heißt, man denkt sehr viel an den jeweils anderen, man fühlt vielleicht sogar den jeweils anderen, man macht sich schlau über ihn oder sie, man hält sich auf dem Laufenden, man schaut auf das Instagram-Profil, auf das WhatsApp-Profil oder man fragt Freunde, du, wie geht's denn dem oder der? Etwas Derartiges, vor allem nach einer Trennung, vor allem nachdem man hier eine Art Streit oder einen Konflikt hatte, ist man dennoch voneinander nicht abgeneigt, weil man eben eine große tragende Rolle spielt. Die Herrscherin auf die 5 der Schwerter, der Herrscher konjugierend mit den 5 der Schwertern, es ist hier ein und dieselbe Sprache, ihr beide, liebe Widder. Ihr seid wahrscheinlich an dem, was da passiert ist, nicht hundertprozentig unschuldig. Es kann sein, dass ihr 5% der Schuld habt, es kann sein, dass ihr 95% der Schuld habt. Ne? Das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber etwas ist hier im zwischenmenschlichen Sinne passiert, war wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, wahrscheinlich noch nicht vor allzu langer Zeit, aber dieses Unfähigsein, damit jetzt klarzukommen. Man muss das oder man möchte, man muss eigentlich gar nichts, aber man möchte hier auf jeden Fall etwas nochmal aufrollen, etwas klären, was noch nicht geklärt ist. Das benötigt eben eines Sich-Öffnens von einem selbst aus, benötigt aber auch das zwangsweise Öffnen des jeweiligen Gegenübers. Und in dem Sinne muss man hier tatsächlich global sagen, man muss hier das Schweigen brechen, man muss über das reden, wofür es noch Redebedarf gibt, wofür es Klärungsbedarf gibt. Denn so weiterzumachen mit der Energie, einer von euch beiden ist dem definitiv seiner oder ihrer eigenen Ansicht nach nicht gewachsen. Eine Klärung zu den 8 der Stäben. Der Eremit. Ich habe mir gerade gedacht, wann kommt denn diese hellsichtige, feinfühlige und sensitive Eingebung? Denn ich sehe hier noch keine Karten tatsächlich, oder ich sah noch keine Karten, die mich hier auf Sensitivität, Hellsicht, Feinfühligkeit hinweisen lassen. Klassisch wäre es die Hohepriesterin. Es gibt aber auch noch einige andere Karten, die darauf hinweisen würden, unter anderem der Eremit. Diese feinfühlige, hellsichtige, sensible oder sensitive Energie
kann hier von euch oder eurem Gegenüber auskommen, womöglich wegen dem Trigger und der Spiegelung hier von euch beiden. Da gibt es klassische Beispiele, was ich euch nennen kann. Feinfühlig, hellsichtig, also ich glaube nicht, dass viele von euch jetzt hier hellsichtig sind. Hellsichtig ist sowieso so ein gewichtiges Wort, aber feinfühlig und sensitiv kann ich mir definitiv jeden Menschen vorstellen. Vor allem dann, wenn man es mit einer Herzensangelegenheit zu tun hat. Wir sehen hier die Konjunktion drei Schwerter, fünf Schwerter, Eremit. Hier macht man sich definitiv selbst Vorwürfe über etwas, was passiert ist. Man kann nach außen hin jemanden beschuldigen. Beispielsweise, ihr könntet mir jetzt in die Kommentare unter diesem Video schreiben, liebe Widder, mein Gegenüber hat das und das und das und das getan, hat sich so und das so und das so verhalten. Ich bin froh, dass er oder sie nicht mehr da ist. Ich bin froh, dass wir nicht mehr zusammen sind. Natürlich nur ein Beispiel. Das ist das nach außen projizierte. Wenn man dann dieses Kommentar geschrieben hat, wenn man dann den Browser wieder zumacht, wenn man den Computer runterfährt, das Handy ausmacht und irgendwann dann versucht einzuschlafen, macht man sich häufig selbst Gedanken, stimmt das denn? Bin ich froh, dass er oder sie nicht mehr da ist? Bin ich denn wirklich unschuldig an dem, was passiert ist? Bin ich denn wirklich völlig unschuldig oder habe ich da vielleicht eine gewisse Teilschuld? Hätte ich vielleicht auch was anders machen können oder mich anders verhalten können? Hätte ich vielleicht anders reagieren können? Das sind jene Gedanken, die hier drin sehr, sehr stark dargestellt sind. Mit dem Trigger, mit der Konjunktion, da ist man nach außen hin potenziell gefasst, man ist stark, man bewahrt seinen Stolz, kann man auch sagen, aber innerlich sieht das Ganze dann meistens anders aus. Ja, das in sich hineinhören, kann man tatsächlich sagen. Und deswegen ist es hier auch sehr deutlich mit Kommunikation und Kommunikation, worauf der Eremit geklärt und gespiegelt ist. Da kommuniziert man vielleicht sogar erstmal mit sich selbst. Das ist dieses in sich hineinlauschen, wie auch gerade schon beschrieben. Und es kann sein, dass hier durch diese In-sich-Kehr das Gespräch zum jeweils anderen eben gesucht wird. Für die meisten, wie schon gesagt, meine ich eher, dass euer Gegenüber auf euch zukommt, kann natürlich auch genau umgedreht sein. Eine Klärung zu den 10 der Schwerter. Die 3 der Münzen, das ist Zukunftsorientierung. Wir haben die Königin der Stäbe nochmals im Outcome sehr positiv hier zu nennen und das da ist. Ja, ich sage jetzt mal neutral zu nennen. Mit den 3 der Münzen ist Zukunftsperspektive dargestellt, Zukunftsorientierung, absichern, etwas für das tun, wovon man sich sozusagen eine Besserung erhofft. Hier hat man Ambitionen, hier stellt man sich vor, wie soll das zwischen uns beiden weitergehen? Wo sieht man sich in einem Monat? Wo sieht man sich in einem Jahr? Und was die Zukunft angeht, weil das ist eine, wie gesagt, rein zukunftsorientierte Karte, gibt es hier ganz bestimmte Entscheidungen, die es gilt zu treffen. Vielleicht gilt es hier auch Kompromisse einzugehen. Wenn man hier beispielsweise es wieder miteinander versuchen möchte, und das wäre ein durchaus denkbares Szenario, in das ihr hier dargestellt seid oder das von einem von euch beiden eben als Ambition hier aufgeführt ist, dann muss man sich natürlich auch dazu durchringen, die Gespräche zu initiieren. Man muss sich dazu durchringen, den Kontakt erst einmal wieder zu suchen. Dann muss man sich dazu durchringen, sich vielleicht so manche Vorwürfe anzuhören, sich zu rechtfertigen, ja, Fragen zu beantworten. Das kann natürlich in viele verschiedene Richtungen gehen, aber wenn man hier zukünftig etwas verbessern möchte, was sich in der Gegenwart eher negativ, eher frustrierend, eher ja, vielleicht sogar sehr stark beeinträchtigend für viele von euch, vor allem mentaler Natur, anfühlt, dann hat man hier aber auch Entscheidungen zu treffen und dann muss man quasi wodurch. Frei nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Und ich sehe hier auch diesen Entwicklungsschritt in einer derartigen Situation ausgelegt, dass man hier sagt, okay, das und das ist der Ist-Zustand, so und so sieht der Soll-Zustand aus und wie komme ich jetzt vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand? Und meistens bedeutet das eigene Arbeit. Es bedeutet meistens Einbringungsvermögen. Es bedeutet in dem Sinne vielleicht auch eine Öffnung. Natürlich kann das auch darauf bezogen werden. Aber es bedeutet vor allem Hingabe und das Wissen, man muss für sein Glück sorgen, man muss für sein Glück kämpfen. Von nichts kommt nichts. Und dieses Prinzip, das haben hier wahrscheinlich sehr viele von euch schon verinnerlicht, weil hier auch ihr wieder im Outcome seid. Wie auch schon vorhin gesagt, die Königin der Stäbe, wir haben sie hier mittlerweile doppelt vertreten, charakteristisch gesprochen, zwar jemand, der
Aufmerksamkeit benötigt oder sie eben gerne hat. Ich meine, wer hat nicht gerne Aufmerksamkeit? Ganz, ganz klare Angelegenheit, aber die ist da schon prädestiniert dafür, steht eben gerne im Mittelpunkt, heißblütig, impulsiv, man könnte auch sagen, eine sehr facettenreiche Person, eine sehr temperamentvolle Person, jemand, der aber auch häufig sehr attraktiv ist, jemand, der aber auch weiß, wann es gilt, selbst Hand anzulegen. Und das ist etwas, was viele von euch gelernt haben. Viele von euch vielleicht auch noch erst lernen müssen. Und ich möchte mir natürlich jetzt diese drei Karten im Outcome genauer anschauen. Im weiterführenden Reading werde ich dann auch hoffentlich hierüber noch etwas mehr Einblicke gewährleisten können. Natürlich noch ein bisschen mehr Details nennen, tiefer in die Materie eintauchen und dann vor allem auch Prognosen anstellen können, wie das Ganze weitergeht. Und liebe Widder, solltet ihr euch in einer derartigen Klemme befinden, Zwickmühle befinden, in einer derartigen Energie befinden, wie ich sie euch hoffentlich auch verständlicherweise näher bringen konnte. Kurz gesagt, resoniert dieses Reading für euch? Könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. Unten in der Infobox, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Mai weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.